Ich freue mich, jeden Morgen auf die Arbeit zu kommen und mit den unterschiedlichen Kollegen hier bei der Manova zusammenzuarbeiten. Sicher ein riesiges Glück, dass ich das von mir sagen kann. Mein Name ist Arne Schwarz und ich bin hier bei der Manova IT-Projektleiter und bin jetzt zum Sachgebietsleiter in diesem Jahr befördert worden. Gerade als Führungskraft ist es enorm wichtig, neue Ideen und Innovationen zu fördern. Das fängt bei den internen Schulungen an und hört natürlich auch beim Hinhören in Workshops nicht auf. Wir entwickeln Software, wir konzipieren und anschließend setzen wir das Ganze um, sodass unsere Kunden die verschiedenen Bereiche der Manova davon profitieren und mit dem Ergebnis zufrieden sind. Weil jeder freut sich natürlich über eine funktionierende IT. Und was ich hier ganz besonders schön finde, ist, dass man hier tatsächlich auf Schulungen gehen kann, wo man weiter sich entwickeln kann und gerade zum Thema Führen einiges noch mit auf den Weg bekommt, was man auch tatsächlich in der Praxis sehr gut anwenden kann. Spannend ist für mich das Moderne, das Innovative und neue Technologien für ein sauberes Klima. Ein sympathisches Klima unter den Kollegen liegt mir sehr am Herzen. Ich heiße Olga Fabricius und arbeite beim Manova-Konzern und zwar direkt bei den Netzdiensten Rhein-Main. Das ist eines der Verbundunternehmen, die aber voll zu Manova gehören und damit auch die Vorteile des Konzerns bieten. Wir sind hier für alles zuständig, was mit dem Netz zu tun hat, egal ob Bau, Wartung oder Störung. Wir planen das gesamte Gas- und Wassernetz. Unter anderem besteht unser tägliches Geschäft aus der Herstellung von Kundenanschlüssen sowie die Wartung des Rohrnetzes durch eigene Mitarbeiter. Ich bin auch zuständig für die Sicherstellung der Qualifikationen durch Schulungen der eigenen Mitarbeiter sowie die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und technischen Regeln. Ich liebe Sport, Laufen zählt zu meinen Leidenschaften. Für Manova nehme ich regelmäßig an Laufveranstaltungen teil, wie einmal im Jahr zum Beispiel den JP Morgenlauf oder auch die Marathonstaffel. Im Sommer nehmen wir oft an Drachenbootrennen teil. Ein paar Mal haben wir schon gewonnen. Ich bin im Job gerne unterwegs, da weiß man am Abend wirklich, was man erreicht hat.